Liebe Gäste, wir fühlen uns sehr geehrt. Wir haben gerade die 100er Grenze hier genommen. Ja, wir sind hocherfreut, dass unser Thema so viel positive Resonanz in Form von dieser tollen Teilnehmer und Teilnehmerinnenzahl hat. Das Thema unserer Session lautet digitale Transformation an Hochschulen, Lehren, aber nicht Leben mit Fragezeichen. Und der Untertitel deutet darauf hin, dass es vielleicht ein bisschen Frust gegeben haben könnte, denn wenn wir formuliert haben mit hybriden Lehr- und Lernmodellen zum späten Glück, deutet es offensichtlich darauf hin, dass wir auch ein früheres Glück hätten haben können, aber doch die Hoffnung noch haben, dass es zu einem späten Glück kommt. Wie sind wir dazu gekommen? Das erste Corona-Semester, was wir jetzt gerade hinter uns gelassen haben, hat aus unserer Sicht wie ein Brennglas gewirkt. Es hat die Schwachstellen der Digitalisierung bei uns im System Hochschule aus unserer Sicht deutlich sichtbarer gemacht. Aber es hat glücklicherweise auch dazu geführt, dass wir viel intensiver diskutiert haben, nicht nur wir hier, wir drei miteinander, sondern auch mit vielen anderen Kollegen und Kolleginnen innerhalb und außerhalb der Hochschule. Und es hat letztlich zu einer stärkeren Selbstreflexion auch geführt. Und die Frage, die sich dann stellt, ist, werden wir nicht an manchen Stellen sogar ein bisschen widersprüchlich? Denn wir lehren ja an vielen Stellen Digitalisierung in speziellen Studiengängen, in Modulen. Und die Frage ist, wieso gelingt es uns nicht, das auch in unsere eigene Organisation hineinzubringen? Das heißt, auch die digitale Transformation, die wir in der Lehre nach außen tragen, auch für uns selber anzunehmen und zu leben. Ich habe das Hagener Manifest mit Freude zur Kenntnis genommen, denn das Hagener Manifest beschreibt eigentlich sehr schön schon in der Präambel genau diese Herausforderung, weil dort der digitale Wandel, so wird es dort formuliert, der hat Gesellschaft und Arbeitswelt tiefgreifend transformiert, aber im Bildungssystem hinken wir offensichtlich ein bisschen hinterher. Wer gerade die Keynote von Professor Alt gehört hat, glaube ich, hat das auch wiedergefunden. Also auch da müssen wir, glaube ich, den Turbo einlegen und wir müssen uns trauen, das, was wir eigentlich seit Jahrzehnten wissen, in der Lehre auch wirklich in ein modernes Format zu bringen und unsere analoge Lehre, die wir schon in der Prä-Corona-Phase in der Krise sahen, auch endlich mit neuem Leben zu erfüllen. So, wie werden wir dieses Thema heute angehen, unsere Session? Im ersten Teil werde ich die Hochschule der Zukunft sozusagen aus der Prä-Corona-Perspektive beleuchten, aus dem Jahr 2019. Wir haben in Schleswig-Holstein dazu einige Aktivitäten gestartet gehabt und waren uns da schon ganz sicher, dass wir ein neues Denken brauchen, neue Strukturen, neues Rollenverständnis für uns Lehrende. Und dann wird im zweiten Teil ein Erfahrungsbericht von uns dreien stattfinden, wo wir im ersten Corona-Semester, also im letzten Sommersemester, einen Vergleich ziehen werden zwischen der Präsenz- und der Online-Lehre. Und im dritten Teil möchten wir mit Ihnen, mit euch gemeinsam, an einem modellbasierten Zielszenario arbeiten für die idealtypische Hochschule im Jahr 2030. Ja, wo standen wir 2019? Wir haben in Kiel im September 2019 mit mehr als 20 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus 5 unterschiedlichen Hochschulen aus Schleswig-Holstein einen Workshop durchgeführt und bei dem waren sozusagen alle beteiligt oder alle relevanten Stakeholdergruppen dabei. Das waren sowohl Studierende, aber auch Lehrende, Professoren, Lehrbeauftragte, Hochschuldidaktikerinnen und Bildungsexperten. Und wir haben dort versucht, die Hochschule der Zukunft zu bauen, und zwar mit Lego-Bausteinen als Lego Serious Play Workshop. Und die Struktur und den Ablauf des Workshops, den haben wir auch hier beschrieben, wie man das so macht, falls das jemand in ähnlicher Form mal veranstalten möchte. Da haben wir ganz viel Erfahrung auch gesammelt und letztlich sehr positive Erfahrungen gesammelt. Und auf diese Details, glaube ich, brauche ich an dieser Stelle gar nicht eingehen und stehe auch nachher natürlich, oder wir stehen auch nachher natürlich für Fragen und weitere Auskünfte gerne zur Verfügung. Das Spannende bei diesem Workshop war, wir haben in dieser bunt gemischten Gruppe sehr ergebnisreich diskutiert und das Ergebnis sieht man hier. Und zwar haben wir Graphical Recording als Dokumentationsvariante gewählt. Entstanden ist ein großes Poster hier auf der linken Seite, was auch aufgehängt ist inzwischen bei uns an der Fachhochschule, bei uns im Fachbereich Wirtschaft. So, und dort gab es zunächst eine Intro, einen Impulsvortrag von mir und ich habe dort 10 Thesen formuliert. Die will ich jetzt gar nicht einzeln hier benennen, denn die erste These war, glaube ich, die,
die am stärksten so dieses analoge Lehre ist in der Krise, was Professor Altvorn formuliert hat, thematisiert. Ich habe behauptet, unser staatliches Bildungssystem ist wie ein Faxgerät oder das Faxgerät, nämlich ein Auslaufmodell im digitalen Zeitalter. Und ich habe gefordert, wir brauchen eine Neuausrichtung und die Zeit zum Handeln, die drängt immer mehr. Doris, darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Es scheint so zu sein, dass Teilnehmer das nicht sehen können, die Folien nicht sehen können, steht im Chat. Vielleicht müssen sie die Sichteinstellung ändern. Uns wurde gesagt, dass wir das vielleicht nicht alles alleine von fernsteuern können. Unten rechts in ihrem Bildschirm sind so kleine vier Felder und da können sie das einstellen. Ah, okay, also alle anderen Teilnehmer, es scheint nur einige zu. Persönliche Einstellungen müssen geändert werden. Okay. Wunderbar. Danke für den Hinweis. Ich wollte ja eigentlich den Chat mit überwachen, aber das ist mir jetzt an der Stelle nicht so gelungen. Ja, also ganz herzlichen Dank, Saskia, für den Hinweis. So, ich hoffe, das klappt. Ja, bei mir Fullscreen nehmen und ja, bei den meisten scheint es zu klappen. Genau. Also wir sind hier eingestiegen in diesen Workshop tatsächlich mit Thesen, die zum Nachdenken angeregt haben. Das wollte ich damit nur beschreiben. Und das Spannende war dann, auf der rechten Seite gab es Schlüsselbegriffe, die sich im Ergebnis schon zeigten. Ein Schlüsselbegriff war Vernetzung. Das heißt, Hochschule muss sie offensichtlich öffnen. Ein ganz wichtiger Begriff taucht immer wieder auf, nämlich der Bedarf, etwas geschützt, in einem geschützten Raum zu sein, etwas Laborhaftes zu haben, wo man Erfahrungen sammeln darf, wo man angstfrei auch leben darf. Offenheit, sich, jetzt springt bei mir die, okay, jetzt ist sie wieder da. Die Offenheit, das Wohlfühlen, Fehler sind okay. Das braucht man natürlich in einem Lernlabor, ne, dass man experimentiert. Also bei mir springt aus mir unerklärlicherweise immer die Seite weiter. Ich hoffe, dass es jetzt stabil bleibt. Ich weiß nicht, ob jemand anders den Cursor bedient. Dann sehen Sie dort den Punkt Freiheit des Lernens. Und die Freiheit des Lernens, das ist etwas, was sozusagen neben die Freiheit der Lehre tritt. Das war so ein Statement, was aus der Studierendenzahl kam, die gesagt haben, so ihr Lehrenden, ne, ihr proklamiert immer oder fordert die oder zieht euch auf die Position zurück der Freiheit der Lehre, aber ganz symmetrisch daneben tritt für uns Lernende natürlich auch die Freiheit des Lernens und das meint diesen Anspruch, sehr individualisiert zu lernen, nach eigenem Tempo, mit den Medien, die man als sinnstiftend und zielführend erachtet. Das bedeutet aber auch, dass der Lehrende eine andere Rolle bekommt oder die Lehrende, der wir werden uns zu einem Lernbegleiter, Lernbegleiterin und Lerncoach entwickeln müssen und wir werden und nicht mehr das Wissensmonopol haben. Das heißt, wir werden externe Experten immer mehr einbeziehen müssen. Das machen wir natürlich schon an vielen Stellen. Aber diese Forderung, die wurde auch da nochmal, oder dieser Wunsch wurde auch da nochmal formuliert. Und die Rolle des Lehrenden, die ist dann tatsächlich mehr so der Überblicker, ne, der Navigator ist in dieser Wissensdomäne, der Dinge zusammenführen kann, verbinden kann, Beziehungen herstellen kann und den Studierenden Orientierung gibt. So, wir haben das dann noch ein bisschen weiter aufgesplittet. Was bedeutet das letztlich auf der linken Seite? Da sehen Sie den Originalton unserer Workshop-Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Und auch hier wieder ganz, ganz stark so dieses Thema Vernetzung. Ja, wir sind nicht mehr im Elfenbeinturm. Wir brauchen viel mehr Offenheit. Wir brauchen müssen ein Setting schaffen als Lehrende, in dem man sich wohlfühlt, in dem man experimentieren darf, wo mehr Interdisziplinarität, also wir reden ja häufig von Interdisziplinarität, aber wir müssen es, glaube ich, auch auf die Straße bringen. Wir müssen es auch praktizieren. Und dazu gehört auch die Öffnung in jeglicher Form, die Einbeziehung von externen, mehr auf Augenhöhe agieren, die neue Rolle, die wir hier wahrnehmen müssen. Und das erfordert, glaube ich, in Summe auch eine Menge Mut, diesen Change auch hinzubekommen. Auf der rechten Seite das Zielbild und das damit verknüpfte Rollenbild. Was bedeutet das für uns Lehrende? Ganz, ganz wichtig ist die Organisationsform Projekt. Das heißt Projekt als Lernsetting und Raum, in dem man individuell und selbstbestimmt immer wieder neu, ja, mit einem gewissen Erlebniswert auch lernen und lehren darf. Und das bedeutet eben auch, dass bei Projekten, wie das halt auch in der Wirtschaft so ist, wir haben viele, viele Projektbeteiligte und die sind nicht nur in der Organisation, die sind auch immer mehr außerhalb der Organisation. Das ist bei uns
im übertragenen Sinne exakt genauso. Und diese Rolle, die wir dann einnehmen, wir bauen und müssen diesen Experimentierraum in Form dieses Settings, und das wird die Organisationsform Projekt nahezu immer sein, den müssen wir gestalten, das ist auch ein kreativer Akt, und den Raum dann mit Leben füllen und dort in dieser Rolle des, ich würde mal sagen, also nachdem wir das gebaut haben, dann haben wir diese Architektenfunktion erfüllt und dann sind wir der Navigator, der dann in dieser Rolle agiert. So, jetzt darf ich übergeben an den Kollegen Jens Langholz, der aber im Agenda Punkt 2 über unsere Erfahrungen aus dem letzten Semester berichtet. Ja, vielen Dank. Einige Herausforderungen haben wir eben schon erlebt, die bei Online-Formaten auftreten können. Ich möchte jetzt einen kurzen Bericht zu unseren Erfahrungen zu Vor- und Nachteilen der Online-Lehre geben, die wir im vergangenen Semester, im Sommersemester 20 gesammelt haben. Unsere erste Erfahrung war, dass es keine Standard-Lehrkonzepte für alle Module geben kann aus unserer Sicht. Dafür sind die Studiengänge und die einzelnen Module einfach zu unterschiedlich. Es gibt aber eine Reihe von Vor- und Nachteilen der Präsenz- bzw. synchronen Online-Lehre, die allgemeingültig zu sein scheinen. Darauf gehe ich gleich ein. Wir betrachten hier nur synchrone Bestandteile der Lehre, sowohl in der Online- als auch in der Präsenzlehre nutzen wir weiterhin asynchrone Formate, die wir aber hier jetzt erstmal ausgeblendet haben für die Betrachtung. In grün unterlegt, und das kommt gleich noch ein bisschen größer, haben wir die Vorteile der Online-Lehre dargestellt. In blau die Vorteile der Präsenzlehre. Und die Vorteile des einen sind zugleich die Nachteile des anderen. Jetzt gehe ich zunächst kurz auf die Vorteile der Online-Lehre ein. Mobiler, ortsunabhängiger Zugang, das erleben wir jetzt ja auch hier in diesem Format. Wir vermeiden damit Fahr- und Transferzeiten, können uns einfach hier und dort schnell zuschalten, an Veranstaltungen teilnehmen, egal wo diese stattfinden. Es ist keine Raumbelegung an den Hochschulen notwendig, eine Reservierung entfällt. Das Ganze ist mehr oder weniger beliebig skalierbar. Ich kann leider im Moment nicht die aktuelle Zahl der Teilnehmer sehen, aber wir könnten auch noch 10 oder 20 oder 100 andere aufnehmen und hätten überhaupt kein technisches Problem dabei. Die Einbindung von Gastreferenten ist auch besser möglich, weil Reiseaufwand hinsichtlich Zeit und Kosten entfällt und es vieles angenehmer und einfacher macht. Auch die hochschulübergreifende Kooperation, die wir in Kiel auch in unterschiedlichen Projekten praktizieren, funktioniert reibungslos in der Online-Lehre. Und das war eine Erfahrung, dass auch Aufgaben, die von Studierenden ausgearbeitet wurden, leicht eingebunden werden können über die Bildschirmfreigabe der Studierenden. So kann man ganz schnell hin und her schalten und hat keine großen Wechselzeiten, wenn man Daten am Laptop im Hörsaal erst hochladen muss oder von den Studierenden das Laptop austauschen lassen muss. Zu den Vorteilen der Präsenzlehre hat natürlich auch ihre Stärken. Das ist die direkte persönliche Interaktion ist da zu nennen. Alle Sinne werden angesprochen. Mimik und Gestik der Studierenden sind besser zu erkennen. Man kann die Stimmung besser erfassen und schneller reagieren, gegebenenfalls. Gruppenarbeiten sind kreativer, effektiver und effizienter. Kann man drüber streiten, ob das so ist, aber ich schätze die persönliche Interaktion auch in der Gruppenarbeit ganz stark. Präsenzveranstaltungen sind soziale Events, wegen denen die Studierenden vielleicht ausschließlich zur Hochschule kommen. Also das heißt, man erreicht mehr Studierende, die in Präsenzveranstaltungen erscheinen, als dies online der Fall ist. Gruppeneffekte kommen stärker zum Tragen, gemeinsames Lachen und Schlagfertigkeit ist eher möglich. Man kann schneller und besser reagieren auf Aussagen oder Äußerungen von Teilnehmern. Ruhige Studierende können besser angesprochen und aktiviert werden. Und wir sind weitestgehend unabhängig von Technik. Hier klappt es bisher alles ganz gut, aber alle haben wahrscheinlich auch schon mal erlebt, dass es irgendwo hakt oder technische Schwierigkeiten gibt. Und in der Präsenzlehre können wir eben einfach auch technikunabhängig uns mit dem Lehrinhalt beschäftigen. Und die klassischen Prüfungen lassen sich auch noch besser durchführen in Präsenz. Jens, darf ich ganz kurz unterbrechen? Ja. Es gibt die Frage, wird gerade diskutiert im Chat, ob die Content Library für das Publikum freigeschaltet ist. Ich muss jetzt mal Frau Schönke fragen, die gerade gepostet hat, sie informiert sich, ob das freigeschaltet ist. Das wäre ja tragisch, wenn jetzt unsere 169 Teilnehmer, Teilnehmerinnen das nicht sehen können. Da bräuchte ich jetzt eine Info, entweder von Frau Schönke oder den Teilnehmern, also da ist Frau Schönke, die sehen wir.
Sehen unsere Teilnehmer, Teilnehmerinnen im Moment? Die Bibliothek ist bei mir leer. Ich habe da jetzt noch keine Info dazu gekriegt, ob ich die Content Library fürs Publikum freischalten kann. Also es wäre ja vor allem für diejenigen wichtig, die die Präsentation gerade nicht sehen können. Ja, genau. Genau. Wie viele wissen wir das? Wie viele können denn die Präsentation derzeit nicht sehen? Das ist wahrscheinlich schwer zu erfassen. Also ich glaube, es waren nur ein paar. Die meisten haben gesagt, dass es funktioniert. Ich kann alles sehen, alles okay. Die Folien sind sichtbar. Also bei den meisten scheint es zu funktionieren. Ich schreibe gleich nochmal eine Info, wenn ich die Info bekomme, ob wir die Content Library auch nochmal mit dem Publikum teilen können. Okay. Ich schreibe dann noch meine Info in den Chat. Ja, gut. Und ich gebe das Wort schon mal weiter an meine Kollegin Saskia Bochert. Ja, vielen Dank. Ich nehme das mal auf, was eben gerade schon ein bisschen gesagt worden ist. Also wir sind ja sozusagen in den Vorteilen und Nachteilen hier in der Live-Präsentation, dass wir sehen, woran es dann eben dann doch auch schon mal haken kann bei digitalen Formaten. Nichtsdestotrotz haben wir gerade schon gesagt, dass wir auf dem letzten Semester schon auch vieles als Push empfunden haben, viel Sachen gelernt haben, die wir mitgenommen haben, mit dem kombiniert, was wir in den auch schon Workshops, die wir vor Corona zusammengeführt haben, kommen wir eben zu diesen wesentlichen Faktoren für eine erfolgreiche Lehre einer Hochschule der Zukunft. Das deckt sich ziemlich mit dem Hagener Manifest, wobei dieses Hagener Manifest, auf das meine Kollegin Doris Wessels ja eben gerade schon eingegangen ist, darüber noch hinausgeht, zu dem, was jetzt hier auf diesen Folien draufsteht. Hier möchte ich auch nicht nochmal alles wiederholen, weil wir das schon ein bisschen gesagt haben, nur so ein paar Fokuspunkte nochmal sagen. Also zu sagen, wir gehen davon aus, dass erfolgreiche Lehre für eine Hochschule der Zukunft, nämlich vielleicht die Hochschule der Zukunft im Jahre 2025, 2030 eher Richtung Lernlabor geht, dass wir in der Lage sind, auch Fehler machen zu dürfen, dass wir vereint eine Freiheit des Lernens haben. Also so wie wir als Lehrende auch immer gesagt wird, uns ist eine Freiheit der Lehrenden, gibt es auch eine Freiheit der Lernenden, die sich eben auch ihre Orte dann dementsprechend aussuchen können. Dafür ist es notwendig, dass wir zumindest eine Basisinformationen über Digital Literacy haben, eine Basisausstattung, ein IT in den Organisationen und in den Hochschulen haben, dass wir eine gute Vernetzung haben, wird immer wichtiger werden für uns werden. Das bisschen ist so ein bisschen der Hinweis auch mit dem der Mindset, also der sich ja auch in anderen Bereichen heutzutage auch in Unternehmensbereichen immer als das klassische sozusagen Start-Setting genannt wird, bei dem wir anfangen müssen. Das ist sicherlich auch im Hochschulbereich auf jeden Fall so, dass wir alte Krusten aufbrechen müssen und unsere Rollen neu definieren müssen. Wir würden das ganz gerne mit Ihnen ein bisschen ausprobieren wollen und ein bisschen in Diskussion kommen. Selbst wenn wir jetzt nur noch so ungefähr 10 Minuten haben, haben wir uns überlegt, wie können wir eigentlich versuchen, konzeptionell mal abzubilden, wie eine Hochschule der Zukunft aussieht, und haben uns überlegt, ob wir das nicht in eine Art Canvas bringen können. Und die von Ihnen sozusagen die Canvas-Arbeit kennen, die werden dieses Bild schon ein bisschen sehen können, nämlich das ist die Umgestaltung eines Business Model Canvases, mit dem normalerweise in Unternehmen Geschäftsmodelle oder bei Startups Geschäftsmodelle anhand von bestimmten Kriterien strukturiert werden können, und zwar anhand dieser Felder, die hier dargestellt sind. Da wir jetzt nur relativ wenig Zeit haben, werden wir es nicht schaffen, alle diese Felder zu besprechen, sondern haben uns auf 4 Felder hier fokussiert. Und ich packe auch nochmal, ganz oben hatte ich schon einmal den Link für das Miro-Board in den Chat gepackt. Das habe ich jetzt eben gerade nochmal gemacht. Also Sie können jetzt gerne auf dieses Miro-Board einmal gehen und sich mit den Fragen beschäftigen, die denn da sind. Einmal, wer sind eigentlich die Kunden, wenn wir denn von Kunden sprechen können in einer Hochschule? Also welche Personen sind eigentlich die Lernenden in einer Hochschule? Wie soll eigentlich die Beziehung in einer Hochschule der Zukunft für Lernende oder zwischen Lehrenden und Lernenden aussehen? Das ist das blaue Feld. Dann haben wir das pinke Feld hier angegeben als das Leistungsversprechen. Also was soll eigentlich die Hochschule der Zukunft als Leistungsversprechen unseren Lernenden geben, aber vielleicht auch den Lehrenden?
Und das hellgrüne Feld, was ich hier sehe mit dem kleinen LKW da drauf, das sind die Kanäle. Also über welche Kanäle soll eigentlich eine Kompetenzvermittlung stattfinden? Digital, analog, hybrid, welche Form auch immer, vielleicht auch alles was, was wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. Und wir würden uns freuen, wenn Sie jetzt einmal auf das Miro-Board gehen würden und dort auf diese Post-its was eintragen können. Das geht relativ einfach. Ich gebe einmal kurz meinen Bildschirm frei für die, die jetzt vielleicht Schwierigkeiten haben, um Ihnen einmal kurz zu sagen, wie denn dieses Miro-Board funktionieren kann. Wenn Sie, oh, ich sehe schon, da ist ganz viel los auf dem Miro-Board. Wenn Sie aber im Moment das Miro-Board noch nicht richtig sehen, dann sind hier unten links so zwei kleine Pfeile, auf die können Sie klicken. Dann steht ganz links ein Frame, der hier angegeben ist. Da können Sie draufklicken. Und wenn Sie dann diesen Frame sehen, dann können Sie auf den Frame draufklicken und dann kriegen Sie auch einen Zugang hier drauf auf das große Miro-Board. Sie können da reinzoomen und auf die leeren Post-its schreiben, wenn nicht genügend Post-its da sind. Und ich sehe schon, wild werden Bilder noch reingepackt, wunderbar. Dann kann man hier über dieses kleine Feld der Sticky Note noch neue Post-its dazu packen. Wir würden Sie ganz gerne einmal 5 Minuten auf diesem Miro-Board arbeiten lassen. Und dann würden wir versuchen, das zusammenzufassen, was uns hoffentlich gelingt in der Kürze der Zeit und zu sehen, ob wir hier ein bisschen Ergebnisse haben, dass wir die Hochschule der Zukunft 2030 gemeinsam mit Ihnen, zumindest mit Ideen, entwickeln können. Wer Schwierigkeiten hat, auf das Miro-Board zuzugreifen, der kann auch seine Kommentare gerne in den Chat schreiben oder sein Mikrofon öffnen. Dann würden wir versuchen, das auf das Miro-Board einzutragen. Ich sehe wilde Gestaltungen der Hintergründe auf dem Miro-Board. Also, ja genau, die vielen einzelnen Mäuse sehen heiß aus, so ist das. Das macht eigentlich Spaß, wenn man interaktiv arbeiten will, dass man sieht, es wird tatsächlich auch auf dem Miro-Board gearbeitet. Geht er jetzt nochmal wieder einmal drauf und guckt, ob es noch da ist oder ob Sie mir das schon zerschossen haben. Und sonst, wenn Sie Fragen haben oder nicht genau wissen, dann gerne auch in den Chat eintragen oder das Mikrofon öffnen und uns das verbal mitteilen. Sonst würde ich sagen, 4 Minuten treffen wir uns sozusagen oder 3,5. Mein Kollege oder meine Kollegen haben hoffentlich die Zeit so ein bisschen im Blick gehabt und ich gucke mal auf dem Miro-Board. Also ich bin nicht ganz sicher, wer gerade versucht, diese großen sozusagen neuen Hintergründe oder Vordergründe dazu zu gestalten. Es wäre toll, wenn sozusagen nur auf den Post-its oder mit Post-its gearbeitet wird, damit wir dann gleich auch noch ein bisschen die Ergebnisse zusammenfassen können. Vielen Dank. Ich finde das ganz großartig, was dort an Aktivitäten auf dem Miro-Board stattfindet. Ganz fantastisch. Und wir können uns entspannt zurücklehnen, das Ganze beobachten. Für 2 Minuten und dann müssen wir es versuchen zusammenzufassen. Ja, nein, der Kollege Langholz wird das sehr kompetent nachher zusammenfassen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, danke. Habe ich selber Schuld, ne? Ja, nee.
hattest dich doch freiwillig gemeldet für diese Aufgabe, wenn ich das richtig sehe. Genau, danke auch für die Beiträge im Chat. Auch da gibt es sehr interessante Beiträge. So, ich würde sagen, wir machen jetzt noch eine Minute Schreiben und dann würde ich alle bitten, sich sozusagen von dem Miro-Board einmal zu verabschieden. Dann kann ich nämlich versuchen, die Hintergründe nochmal wegzunehmen, damit wir das ein bisschen klar sehen können und zusammenzufassen. Dann haben wir noch ein 2 Minuten, um so ein bisschen zu gucken, was dann rausgekommen ist, weil wir würden natürlich viel lieber mit Ihnen diskutieren, als Ihnen das hier nur vorzutragen. Und da haben wir gedacht, mit dem Miro-Board ist das vielleicht eine Möglichkeit. So, dann würde ich sagen, vielen Dank für das, wir wissen zu kurze Aufschreiben über dieses Thema, über das wir natürlich noch viel länger uns unterhalten könnten und dem ist ja auch der Rest des Tages oder der Rest des Future Festivals eigentlich gewidmet. Dann würde ich mal versuchen, dass wir das ein bisschen so machen können, dass wir vielleicht ein bisschen was sehen können dazu. Weil ich es nicht ganz sicher. Also wenn Sie jetzt wieder von dem Miro-Board runtergehen würden. Das wäre großartig. Ob mir das so gelingt, das weiß ich nicht. Und dann würden wir sagen, wir versuchen mal ein bisschen was zusammenzufassen. Also wir müssen da vielleicht ein bisschen durch das durchgucken, was wir hier haben. Ich kann ja vielleicht mal mit den Customer Segments anfangen. Also genau. Für wen ist das Ganze interessant? Und es zeichnet sich ab, lebenslanges Lernen. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Zettel. Ich bin erstmal extrem begeistert, dass so viel los ist auf dem Miro-Board. Aber für Kinder, für Jugendliche, für Senioren, die werden als Zielgruppe genannt, Studierende und Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Also es lässt sich gar nicht zusammenfassen auf die Schnelle. Aber zeigt eben auch die Möglichkeiten, die wir haben mit digitaler Lehre, eine unheimlich breite Anzahl an Zielgruppen zu erreichen. Darf ich kurz einpitchen? Ich finde es spannend. Ich habe es gerade versucht, die ein bisschen größer zu machen. Wir haben auch eine Aussage, die sagt, ich hoffe, dass eine Hochschule niemals Kunden haben muss. Das Schöne an einer Hochschule ist doch, dass sie nichts verkaufen muss. Genau das war sozusagen unsere Intention, dass wir diesen Framework benutzt haben, dass wir uns schon sehr wohl bewusst darüber waren, dass es hier eine Diskussion darüber geben kann, ob denn der Kundenbegriff überhaupt der richtige ist. Von daher... Das ist tatsächlich eine Frage gewesen, die wir auch im Vorwege diskutiert haben. Also meine These war, der Kundenbegriff wird polarisieren und ist gerade auch deshalb so gut, weil der Kundenbegriff geht natürlich einher mit der Frage unserer Rolle, unseres Rollenverständnisses und unserer Haltung. Also von daher ist das, glaube ich, ein Thema, was noch weiter uns beschäftigen wird. Wir haben das Prozessbegleiter häufig in der Vergangenheit genannt. Und bei der, wenn man sich anschaut, wer ist eigentlich die Zielgruppe, da fällt so dieses lebensbegleitende Lernen, finde ich, oder lebenslange Lernen fällt auf. Also da wurden ja Schüler genannt, also da werden über alle Lebensphasen hinweg Zielgruppen genannt. Und von daher ist das, glaube ich, schon dieses rechte Segment der Zielgruppe ist schon ein Feld, über das man ganz, ganz lange diskutieren kann und, glaube ich, auch zukünftig diskutieren muss. Oh, Frau Schönke sagt, wir dürfen 5 Minuten überziehen. Das ist großartig. Ah ja, das ist super, während ich versuche nach wie vor diese schwarzen Felder hier zu Frau Rittinghausen fragt, ob wir die Ergebnisse speichern und erhalten können. Das werden wir auf jeden Fall tun. Wir müssen dann klären mit Frau Schönke oder mit den Organisatoren, wie wir das den interessierten Teilnehmern zur Verfügung stellen können.
Darüber haben wir im Vorwege nicht drüber nachgedacht, muss ich gestehen, aber das wird uns gelingen. Also wir werden das speichern, wir werden das sichern. Wir können darüber auch eine kleine Publikation mal schreiben oder wir können auch einen Blogbeitrag dazu schreiben, vielleicht fürs Hochschulforum Digitalisierung über die Ergebnisse hier. Dann haben das auch wieder alle Interessierte. Das wäre auch eine Idee. Genau. Ich möchte noch mich bedanken bei Anders Lehr mit einem tollen Link. Er hat so eine Gegenüberstellung oder über das Manifest E-Learning einen Link hier in den Chat gestellt und der stellt gegenüber das klassische E-Learning mit dem Serious E-Learning. Und diese Gegenüberstellung, die haben ja alle, die in den Chat schauen, die finde ich auch sehr, sehr, sehr hilfreich, auch für diese Diskussion, weil sie viele der Punkte, die wir thematisiert haben, hier auch aufgreift. Cordula sagt, HDF-Blogbeitrag mitsamt Folien wäre prima. Ja, wir bemühen uns nach Kräften, das möglichst gut zusammenzuführen, zusammenzustellen und für Interessierte dann nutzbar zu machen. Vielleicht auch deshalb, um das kurz darauf noch hinzuweisen, also während ich versuche, mir hier durch die Zettel durchzulesen, wir haben viele Hinweise darauf, die sich mit dem decken, was wir auch in dem Vortrag hatten, mit dem decken, was wir auch im Haager Manifest lesen, also auch viel, was die Kommunikation zwischen oder das Verhältnis zwischen Lehrenden und Lernenden angeht. Aber wir haben durchaus auch, also mit einer Code-Rolle, mit gegenseitiger Anerkennung, lebenslanges Lernen, wir haben aber durchaus auch kritische Kommentare mit dabei. Und das finde ich persönlich auch ganz spannend, zu sagen, es gibt hier einen Beitrag, ich versuche den mal so ein bisschen ranzuscrollen. Ich weiß nicht, ob Sie den jetzt können Sie ihn wahrscheinlich nicht mehr sehen. Da. Es gibt auch Studierende, die einfach nur möglichst schnell einen Abschluss wollen und klare Anforderungen dafür brauchen. Also eine Freiheit des Lernens interessiert diese Studierenden vielleicht gar nicht so sehr. Also auch das spannend, über solche Themen mal zu diskutieren. Was ist eigentlich eine Beziehung, die wir anstreben und ist sie eigentlich in jeder Konstellation auch die richtige Konstellation? Also sehr spannend und vielen Dank für die vielen Hinweise, die wir haben. Und ich muss jetzt auch noch mal wieder zurück in das Normale kommen, zu sagen, wie lange dürfen wir denn noch überziehen? Ja, 2 Minuten maximal. 2 Minuten dürfen wir noch. Dann würde ich sagen, gucken wir noch mal einmal rauf, was, sobald ich das sehen kann, was denn hier das Leistungsversprechen noch war. Auch noch mal Dank an Martina Emke. Die hat einen weiteren Link zum Thema Manifesto for Teaching Online der Uni Edinburgh gepostet. Auch das sehr hilfreich. Dankeschön dafür. Und was auch noch das Leistungsversprechen, ich bin jetzt gerade bei dem Leistungsversprechen dabei, auch ein Aspekt, den wir in unserem Vortrag nicht mit aufgegriffen haben, aber durchaus in anderen Diskussionsrunden und bei anderen Workshops auch schon mit diskutiert haben, ist vielfach die Ausgestaltung der Räume. Und zwar nicht nur die technische Ausstattung, sondern sicherlich auch der Aufbau, so dass vielleicht eine optimale hybride Lehre möglich ist. Damit sitzt natürlich auch Technik verbunden, aber ist auch sowas, hier steht jetzt sowas wie Schalldämmung, aber vielleicht auch mit flexibleren Arbeitsgestaltungsmöglichkeiten, dass auch darüber nachgebracht werden muss, dass die Hochschule der Zukunft eben mit den klassischen Vorlesungssälen, wie wir sie bis jetzt haben, so vielleicht gar nicht weiter existieren kann oder ausgebaut werden muss. Danke auch nochmal an Martina Emke, die anregt, dass man die verschiedenen Sichtweisen, die sich jetzt in internationalen Manifesten niederschlagen, nochmal zusammenführt, also das nochmal so im Überblick betrachtet, finde ich auch eine sehr, sehr gute Anregung. Und Silvia Ratgeber, Universitas, auch da ein Link, der Kepler, einer österreichischen Einrichtung, auch da. Ja, also finde ich eine sehr interessante Anregung. Ganz herzlichen Dank hier an die Chat oder für die Beiträge im Chat. So, Frau Schönke, unsere Zeit, oder Jens, Saskia, ich glaube, wir nähern uns in den letzten Sekunden. Ne? Zu Ende, und mir fällt es jetzt tatsächlich auch ein bisschen schwer, durch diese überlagerten Farbgestaltungen die inhaltliche Zusammenfassung zu machen, aber vielen, vielen Dank für alle Teilnehmer, die sich an diesem Miro-Board beteiligt haben, das ist ganz großartig. Der Link bleibt noch ein bisschen auf, also wenn Sie jetzt noch ein bisschen was dazu schreiben möchten, gerne, wir greifen das gerne auf, wir werden das auf jeden Fall speichern, versuchen zur Verfügung zu stellen oder eben im Hochschulforum Digitalisierung nochmal mit einem Blogbeitrag die Zusammenfassung der Ergebnisse darzustellen. Ja. Uns hat es viel Spaß gemacht. Vielen Dank und auf noch eine ganz spannende Veranstaltung. Ja, vielen, vielen Dank auch von mir.
Und Sie sind, oder wenn wir in Kiel wieder öffnen, sind alle ganz, ganz herzlich willkommen. Wir machen sicherlich auch mal Konferenzentagungen oder so weiter zu dem Thema. Also von daher einen herzlichen Gruß aus dem hohen Norden und hoffentlich bis bald zu einem persönlichen Austausch und Wiedersehen.